toll. Ich habe immer nur beim Lieblingsbild hinkommen. Ja, meine Lieben, das hat mir... Ja, meine Lieben, das ist jetzt unser Vlog Teil 2. Ich war oder bin ja gerade bei Adomi gewesen. Wir haben geshootet und jetzt fahren wir noch zu meinen Pferden an den Stall und wollen meine Pferde auch noch mal im Freilauf ein bisschen shooten. Und ja, dieses Wetter einfach noch mal schön ausnutzen. Der andere Vlog ist schon so lang, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir dann 2 Teile draus. Ich muss ja nicht jeden Tag akribisch vloggen. Ja, genau. Ja. Sag mal, Anni, wie findest du das eigentlich, alleine am Stall zu stehen? Du meinst jetzt, dass ich jetzt am Privatstall stehe, ohne weitere Einstaller? Ja. Ja, also im Endeffekt ist es so, ich meckere mal ja ganz gerne rum. So. Ich hatte bislang selbst noch nicht so Mobbing im Stall, aber ich habe diese Vibes von Mobbing halt immer mitbekommen in Pensionsstellen. Und natürlich habe auch ich mich mal angelegt, wenn es mir dann zu krass wurde, weil ich finde halt, in Pensionsstellen hast du keine diese Privatsphäre. Manchmal hast du halt wirklich mit übergriffigen Leuten zu tun und du kannst halt, ich finde, wenn jemand jetzt zum Beispiel arbeitstätig ist, so wie du es bist oder andere Leute, die jetzt nicht so wie ich sind, die sich das dann frei einteilen können, wann sie zu den Pferden gehen, die können manchmal Leuten, mit denen sie nicht können, an so einem Pensionsstall, finde ich, voll nicht aus dem Weg gehen. Ich weiß nicht, wie du das machst. Du bist ja jetzt schwanger, du kannst dir das ja jetzt auch ein bisschen mehr einteilen. Oder wie bist du denn so mit Streitigkeiten im Stall bislang so klargekommen? Oder würdest du auch sagen, du würdest lieber privat stehen? Also jetzt so in den letzten 6 Jahren, wo ich da an dem Stall bin, wo wir jetzt auch immer noch stehen, hatte ich eigentlich selten, also wirklich ganz, ganz selten mal eine Auseinandersetzung mit irgendwem. Und grundsätzlich geht es mir auch am Purpose vorbei. Ich halte mich einfach da raus, ich fahre dahin, ich tue mein Pferd und dann bin ich glücklich und fahre wieder nach Hause. Ich möchte ja eigentlich nur mich um mein Pferd kümmern und nicht mich um irgendwelche Streitigkeiten. Ich habe halt so das Gefühl, also ich habe immer so dieses Gefühl gehabt, dass man trotzdem sich manchmal gar nicht so wirklich davon abgrenzen kann, wenn da wirklich Leute richtig zerstritten sind in so einem Pensionsstall. Dass diese ganzen schlechten Vibes halt so ein bisschen dann haben sich bei mir schon breit gemacht, wenn ich mit meinen Pferden umgegangen bin. Dass man einfach diese Stimmung, die hat sich so auf einen übertragen. Ich bin zwar auch ein Mensch, der wirklich sich dann ferngehalten hat von vielen Leuten und auch immer nur mit Leuten gesprochen hat, wo ich gemeint habe, dass das so passt und Hallo gesagt habe, aber dann war es für mich auch gut. Also ich bin jetzt sehr glücklich, dass ich recht privat stehe. Es kann natürlich auch sein, dass wir noch mal jemanden dazu kriegen in die Boxen. Da sind ja auch noch so ein paar Boxen, die da frei sind, aber ich weiß, dass mein Stallbetreiber da sehr darauf achten wird, dass es halt passt. Weil wenn das nicht passt und da nur Streit ist, ich meine, das ist ein privater kleiner Stall, da möchte man gute Laune haben, da möchte man halt für sich auch sein und da muss es halt hundertprozentig passen. Und ich bin ja jetzt mit meinen Isländern da auch wirklich so ein bisschen da in diesem Schuppen, in dem Offenstall, den wir da aufgebaut haben sozusagen. Und da könnte ich jemanden anderen dann auch eigentlich aus dem Weg gehen. Und klar, ganz alleine ist immer schwierig. Also wenn er jetzt mir nicht helfen würde und die Pferde morgens versorgen würde, dann wäre es blöd. Komplett in Eigenregie könnte ich es nicht machen. Weil ich müsste dann jeden Tag eine halbe Stunde zweimal fahren und das geht nicht. Das geht auch alleine, muss man jetzt wirklich sagen, wegen den Spritpreisen schon gar nicht mehr. Und wegen dem grünen CO2 und Fußabdruck. Ich weiß nicht, Domi, du fährst auch immer einmal oder wie oft pro Woche fährst du? Also ich habe ja noch eine Pflegebeteiligung an Gustav. Die kümmert sich 2x die Woche um ihn und den Rest der Zeit, da fahre ich halt. In Stall, also halt auch 5-mal die Woche, 4-5-mal die Woche fahre ich auch in Stall, ja. Und du fährst ja auch ca. 20 Minuten, ne? Ja. Ja, und das ist halt heutzutage schon noch eine Ecke. Und es ist halt, was ich so auch finde, dass es gar nicht so einfach ist, eine gute Pflegebeteiligung heutzutage zu finden. Ist echt ein schwieriges Thema. Da mache ich sicherlich auch nochmal einen Vlog dazu. Ich habe mir so überlegt, ich quatsche einfach mal über ein paar Themen so immer im Stall. Natürlich als Vlogger oder Blogger hat man nicht mehr so viel Action und nicht mehr so viele Themen, aber jetzt nur wegen Vlogging oder wegen Influencer-Kram den Stall zu wechseln, dass da ein bisschen mehr Bambole ist, das finde ich total Quatsch.
Ja, nee, ich bin ganz happy so. Es ist schwierig, momentan eine Pflegebeteiligung für die Pferde zu finden, weil aufs Dorf fährt halt nicht jeder. Die meisten wollen das am liebsten in der Stadt haben, so einen Reitstall. Und Studenten, die wollen natürlich nicht weit fahren oder haben kein Auto. Das ist so das Problem momentan, aber ansonsten vermisse ich gerade gar nichts. So, jetzt sind wir bei mir hier im Stall angekommen. Mit Hausgi wollen wir hier auf dem Platz jetzt Aufnahmen machen und shooten. Und Domi kommt jetzt einfach mal mit, denn sie war jetzt schon länger nicht mehr hier beim Checken. Also über den Checken, da mache ich ja nochmal ein gesondertes Video. Ich hatte Domi gerade schon erzählt, dass er jetzt aufgebaut hat, dass er nicht mehr so krank ausschaut. Ich bin gespannt. Jetzt sind die beiden auch direkt hier vorne. Ah ja. Na, ihr Süßen? Niedlich, ne? Winnie. Na, Peppi? Peppi und Winnie. Sieht besser aus, oder? Hat mehr zugenommen jetzt und ja, so. Ja, ist ein bisschen runder geworden runder, wieder. Auch das Fell ist nicht mehr so struppig, finde ich. Ja. Sehr schön. Ja, und die beiden wollen wir jetzt hier auf der Wiese so ein bisschen mal in Gang bringen und auch so ein paar Aufnahmen mit denen machen. Ein paar ästhetische, halt so ein bisschen Filmaufnahmen. Mhm. Ja, und Hausgi, der ist halt immer noch auf seiner Diät. Weiß ja auch, Domi begleitet mich ja überall hin. In die Klinik, sie holt die Pferde, die ich hier kaufe. Und, und da waren wir ja mit ihm in der Klinik und deswegen, der ist ja auf Heu-Diät. Ja. Genau, und auf Stroh-Diät. Ja, da würde ich jetzt mal sagen, ich baue meine Kamera auf und dann machen wir los hier. Jo. Ja, das klappt ja super mit deinem Freiarbeiten hier. Ja. Ich glaube, ich muss sie noch mal zu dir hinscheuchen. Komm. Husch, husch. Ab mit euch. Ja. Ja, jetzt haben wir das kleine Getier hier ein bisschen gescheucht und es sind so mega süße Bilder rausgekommen. Die beiden sind aber auch so knuffig miteinander, ne, Domi? Die sind ultra süß, die zwei. Ja, also richtig, richtig süß. Da freue ich mich schon richtig, wenn ich die Bilder nachher zu Hause bearbeiten kann. Und jetzt würde ich fast sagen, hier von den beiden auf der Wiese haben wir jetzt genug, dass wir jetzt Hausi-Bausi holen. Machen wir. Ja. Ja, und wenn wir jetzt Glück haben, sehen wir einen Hahn, der eine Henne begattet. Er bäumt sich hier schon richtig auf. Der war eben ja. Schon ein bisschen heiser. Mhm. Er ist sowieso der beste Checker hier. Nicht wahr? Henry Hahn, ich habe keine Ahnung, wie sie ihn nennen, aber den hat er neu und der ist ganz schön, ja, der macht seinem Namen alle Ehre, Hahn. Er ist echt der Hahn im Korb hier. Ja, die Hühner, die haben es hier auch richtig gut. Und ja, wir haben hier aber mit dem Hühnerhabicht ab und zu mal zu kämpfen, also hier muss man echt dolle aufpassen. Der schnappt sich die sonst auch. Müssen sie halt abends in den Stall. Ja, die gehen abends auch rein. Wie die Pferde. Ja, die Domi, die putzt den Hausgi jetzt gerade mal ein bisschen. Die schöne Mähne. Versucht mal durch die Mähne durchzukommen. Ja, genau. Ja. Möchtest du jetzt mit Hausgi eigentlich noch züchten? Also ich möchte mir den Weg offen halten, ob ich ihn halt als Deckings anbiete. Und ich weiß, dass jetzt nächstes Jahr im März bei uns in der Nähe ist so ein Kürtermin. Mhm. Ich bin allerdings gerade dabei, ihn eintragen zu lassen ins Hengstbuch 2. Ich weiß nicht, bei den Warmblütern ist das ja alles so ein bisschen anders. Ich glaube, da gibt es aber auch ein Hengstbuch 2. Also das heißt, dass die, dass er halt nicht in dieses erste Hengstbuch eingetragen ist, also wo die Gekürten nur drin sind, sondern dass die Stuten halt trotzdem die Fohlen Abstammungsnachweis bekommen können. Mhm. Aber dann hat er halt keine Körung durchlaufen, darf aber trotzdem halt decken. Aber ich möchte das eigentlich so offiziell machen, dass er auch nochmal zumindest bei der Körung mal angesehen wird. Ob er schlussendlich besteht, das ist ja dann die andere Frage. Mhm. Momentan ist er hinten auch ein bisschen überbaut. Also er wächst ja noch jetzt mit 4,5 so ein bisschen. Ne? Und ich habe jetzt ja eine Doppelmähne bei ihm gehabt über den Sommer. Das habe ich jetzt wieder einseitig gemacht, weil er soll auf der Körung sich auch schon so präsentieren, so wie das bei ihm auch alles dann optisch normal aussieht, so wie er gewachsen ist halt, ne? Ja, und da beschäftige ich mich gerade ein bisschen mit dem Thema Kören. Und ich finde, er ist auch diesen Winter noch schön dunkel wieder geworden. Er ist ja Fuchsschimmel und der Vater von ihm, das ist der Quartiformidengi. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht.
Der ist ja windfarbend und Hauski hat das ja auch geerbt, das Windfarbgehen. Ja, das ist schon krass, ne? So ein krass. Unterschied hier. Ja, wie dunkel er doch wieder wird im Winter, ne? Ja. Schon heftig, ja. Und er hat halt einfach tolles Langhaar, das zeichnet ihn aus. Und ich finde, er ist halt vom Typ auch eher noch dieser alte Schlag-Isländer. Die Isländer, die werden ja heutzutage eher auch langbeinig und für den Sporttyp gezüchtet. Aber dahingehend finde ich es halt wichtig, dass man auch diese kleineren und kräftigeren Hengste immer noch zur Verfügung hält, damit man den Typ halt auch immer wieder harmonisieren kann und nicht nur noch diese ganzen Sportpferdetypen dann hat. Ja. Das ist ja auch so zur Gesunderhaltung für die Zucht, finde ich ganz gut. Dass man den alten Schlag auf jeden Fall auch weiter in der Zucht hält. Ja, und ich bin mal gespannt, ob wir ihn dann nächstes Jahr halt durch die Körung kriegen. Domi, die Mähne, ne? Ja, so viel Mähne bin das ich ist nicht ein gewohnt. Mega Unterschied, ja. Ja, aber die Mähne, die hat sich jetzt auch nochmal richtig schön gemacht. Ja, das ist Hauskis ganzer Stolz oder mein ganzer Stolz vor allem dann auch. Kann man den ganzen Tag die Mähne bürsten. Auf jeden Fall, er ist halt so ein richtiges Barbie-Pferd. Und er ist halt einfach mega lieb. Ich weiß, er könnte nochmal ein bisschen mehr Power entwickeln, aber das, denke ich, kommt dann irgendwann auch noch mit der Zeit. Stimmt. Man kann jetzt von so einem 4,5-jährigen Pferd ja auch noch nicht so viele Sprünge erwarten und ich bin ja auch nicht so der Mensch, der hier jeden Tag die Pferde arbeitet. Wahrscheinlich ist er gerade mit Wachsen beschäftigt. Ja, das denke ich auch. Und vor allen Dingen sind auch die oberen die wurden gezogen. Die oberen Hengstzähne sind gerade am Durchbrechen bei ihm. Die unteren sind schon durchgebrochen und die oberen, die kommen jetzt auch nochmal nach. Ja, wir haben den Hauski jetzt schön laufen lassen gerade. Und ich habe einiges gefilmt und auch nochmal schöne Bilder im Freilauf gemacht. Und Hauski war wieder mega faul, ne? Ultra faul. Ich glaube, ich habe mich mehr bewegt als das Pony. Ja. Ah, Domi, ich finde das immer so cool, dass du momentan hier mit herkommst und dass du mir hilfst hier ab und zu mal. Ja. Macht echt Laune mit dir hier. Ja, ich würde fast sagen, unser Vlog für heute ist aus. Mein Stellbetreiber kommt da hinten nämlich auch schon. Ja, das war der kurze Teil 2. Und ich denke mal, die nächsten Tage rede ich mit euch mal über das Futter, dann rede ich mit euch mal über die Pferde, was ich mit denen jetzt noch so vorhabe. Der Tierarzt kommt, Hufschmied kommt und ja, da gibt es noch einiges zu erzählen, denke ich mal. Schön, dass du hier warst, Domi. Ja, ist immer sehr schön mit dir. Mach's gut. Tschüss.